Möchten Sie gemeinsam Göbekli-Tepe neu entdecken? Also mach dich fertig. Lassen Sie uns gemeinsam mit Ihnen Licht in die Vergangenheit bringen. Göbekli-Tepe liegt heute auf dem Berg Gemus im Dorf Akaraharabe, Örenzig, von Sanlorfa. Mein lieber Entdecker, Göbekli-Tepe wurde nicht aus dem Nichts gefunden, es wurde nach fast einem halben Jahrhundert Forschung entdeckt. Archäologen hatten vor Jahren Göbekli-Tepes Bruder gefunden. Der Name dieses Ortes war Nevali Köri. Nevali Köri hatte wie Göbekli-Tepe T-förmige Säulen. Sie werden es also verstehen, Archäologen wussten, was bei der Ausgrabung von Göbekli-Tepe passieren könnte. Nach den ihnen vorliegenden Informationen datierten sie Göbekli-Tepe vor etwa 12.000 Jahren. Weißt du, was das heißt? Die Leute hatten sich noch nicht einmal niedergelassen. Sie verbrachten ihr Leben meist mit Jagen und Sammeln. Mit anderen Worten, die Leute hatten noch nicht einmal ein Zuhause, aber sie waren in der Lage, so riesige Gebäude zu bauen. Es war diese Eigenschaft, die Göbekli-Tepe berühmt machte. Wir waren ziemlich überrascht, dass eine Gruppe von Menschen ohne Wohnung so großartige Gebäude bauen kann. Archäologen haben in Göbekli-Tepe bisher 4 Gebäude entdeckt. Er nannte diese Gebäude A, B, C und D. Sie haben nicht ganz Göbekli-Tepe ausgegraben, damit sie vielleicht eines Tages Archäologe werden. Neue Entdeckungen, die auf sie warten, können in Göbekli-Tepe versteckt sein. Archäologen fanden auch T-förmige Obelisken in allen von ihnen ausgegrabenen Gebäuden. Viele von ihnen waren mit Tierdarstellungen versehen. Unter diesen Tieren stickten sie verschiedene Vogel-, Fuchs-, Schweine- und Schlangenmotive. Das bedeutet, dass sich diejenigen, die diese Gebäude gebaut haben, in die Natur und die Tiere verliebt haben. Eine andere erstaunliche Sache ist, dass diejenigen, die Göbekli-Tepe gebaut haben, nur Steine verwendeten. Metallwerkzeuge wie Hämmer, Meißel und Äxte gab es damals noch nicht. Diese wunderbaren Werke, die Sie sehen, wurden nur durch Schlagen des Steins gegen den Stein geschaffen. Allein aus diesem Grund müssen wir diejenigen respektieren, die Göbekli-Tepe gebaut haben. Ich bin sicher, Sie haben viel über Göbekli-Tepe gehört, aber ich kann Ihnen einige Informationen geben, von denen Sie noch nichts gehört haben. Nach Göbekli-Tepe kamen Dutzende von Archäologen in die Region. Diese Archäologen entdeckten 15 neue Stätten, die die Brüder von Göbekli-Tepe sein könnten, und begannen zu arbeiten. Einige sind sogar noch größer und älter als Göbekli-Tepe. Vielleicht bekommen wir in Zukunft neue Neuigkeiten. Also schau dir die Archäologie-Nachrichten genau an, okay? Schließlich ist der andere Name von Göbekli-Tepe Vize Tepe. Ich denke, wir müssen dem Namen gerecht werden. Sie können Göbekli-Tepe bei der ersten Gelegenheit besuchen. Wir werden da sein. Vergessen Sie bei Ihrem Besuch in Göbekli-Tepe nicht, die Werke von Akerobox mitzubringen.